Ich habe Respekt vor dem Tod, weil gemäss dem Buddhismus ist der Zeitpunkt des Todes ausschlaggebend, wie es nachher für uns weitergeht. Das heisst, was für eine Wiedergeburt wir dann annehmen werden. Sterben wir mit einem friedvollen, positiven Geisteszustand, dann werden wir eine positive, gute Wiedergeburt annehmen. Sterben wir aber mit einem negativen Geisteszustand, dann wird unsere Wiedergeburt nicht so gut ausfallen, gemäss dem Buddhismus. Da der Zeitpunkt aber vom Tod ungewiss ist für uns alle, bemühen wir uns deshalb als Buddhisten die ganze Zeit einen friedvollen, positiven Geisteszustand aufrechtzuerhalten. Und wir profitieren nicht nur von dem während dem Zeitpunkt vom Tod, sondern im Da und Jetzt. Weil wenn wir einen positiven, friedvollen Geisteszustand haben, sind wir dann einfach mehr oder weniger glücklich. Nein, heute habe ich keine Angst vor dem Tod. Das kann vielleicht anders sein in 5 oder 10 Jahren oder 20 Jahren, wenn ich näher beim Tod bin. Aber heute kann ich sagen, habe ich keine Angst vor dem Tod. Was mir aber doch Angst macht, ist, was allenfalls vor dem Tod ist. Ich habe viele, leider viele Freunde und Verwandte müssen, dürfen begleiten in den Tod hinein. Und habe in denen gesehen, wie sie gelitten haben. Und auch heute, wenn ich schaue, die Corona-Patienten, die Atemprobleme haben, die enorme Schmerzen haben, die leiden, das will ich nicht haben. Und vor dem habe ich Angst. Das einzig Sichere in meinem Leben ist die Gewissheit, dass ich einmal werde sterben. Gedanken um Sterben und Tod schiebe ich im Alltag immer wieder gerne auf die Seite. In den letzten Wochen konnte ich dieser Auseinandersetzung aber kaum ausweichen. Die Berichterstattung über die weltweite Corona-Pandemie, Bilder von überfüllten Spitälern, von Menschen, die um ihr Leben ringen oder an dieser Krankheit sterben, führen mir tagtäglich meine Vergänglichkeit vor Augen. Der Gedanke an Tod und Sterben löst bei mir grossen Respekt aus. Gleichzeitig spüre ich aber auch ein tiefes Vertrauen. Es ist die Zusage, dass Gott in frohen, aber auch in schwierigen Zeiten an meiner Seite ist. Diese Zusage schenkt mir Zuversicht, schenkt mir Kraft, damit ich mein Leben vor dem Tod mutig, hoffnungsvoll und lebendig gestalten kann. Der Tod ist halt eine einmalige Erfahrung, die wir in unserem Leben machen. Und das ist das, was bei mir ein mulmiges Gefühl hervorruft. Im Leben kommt mir oft eine zweite Chance über. Und mit dem Tod ist das halt so, dass wir nicht sagen können, ja, das ist jetzt nicht gut gelaufen, komm, ich mache es jetzt das nächste Mal ein bisschen besser. Oder eine dritte oder vierte Chance. Nein, die Erfahrung machen wir einmal. Und weil wir die Erfahrung nicht gemacht haben, wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Zwar sagt Wissenschaft, was auf uns könnte zukommen, oder andere Menschen kommen auf uns zu und wir reden mit anderen Menschen darüber. Aber die Religion ist für mich das Ausschlaggebende, was mir meine Angst wegnimmt. Und das ist, in meinem Fall ist das der Islam, wo mich lehrt, wie ich mit dem Tod umgehen soll. Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Vor 20 Jahren bin ich in einen Gletscherspalt in den Bergen geflogen. Ich bin rausgefallen aus dem Leben und an der engsten Stelle wieder in die Welt eingeklemmt worden. 3/4 Stunde still, totenstill, kalt, eiskalt. Lebst du noch? Ich höre die Stimme vom Bergführer, vom Loch von weit oben, wo ich eingebrochen bin. Seitdem keine Angst mehr vor dem Tod, aber Respekt vor dem Sterben. Um Himmels Willen, wenn Gott nicht mehr der wäre, der in die Totenstille hineinruft, lebt doch! Ich persönlich habe vor dem Tod keine Angst, eher Respekt davor, wie und wann ich sterben werde. Mich beschäftigt die Tatsache, dass ich verschiedenen Menschen Kummer beifügen werde, viel mehr als die Tatsache, dass ich nicht mehr hier sein werde. Wenn man auf die Welt kommt, kommt schließlich auch die Zeit, wo man sie verlassen muss. Wie wir alle wissen, ist das keine unendliche Geschichte. So soll man doch am besten im Moment leben und die Zeit in vollen Zügen genießen. Vor dem Tod von mir nächstehenden Personen ja, vor dem eigenen Tod nein. Weil ich richte mich nicht auf den Tod aus, sondern aufs Leben. Der Moses hat in der Tora gelehrt, und Vacharta Vachaim wählen das Leben. Weil jedes Leben ist heilig und einmalig, eine Chance, um einen Beitrag zu leisten zu der Verbesserung dieser Welt.
Angst vor dem Tod habe ich nicht, wenn schon vor einem unerfüllten Leben.